Alter, jetzt wird's aber wild hier. Muss ich sagen. Weil ich die Sachen noch haben will. Wow. Sieht doch nicht so einfach, wie ich dachte. Wuhu. Aha. Moin, Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Story-Modus von Splatoon 3. Wir sind hier irgendwo mitten auf Alterna gelandet. So heißt ja hier die Insel, zumindest der erste Sektor von Alterna. Was genau hiermit auf sich hat, werden wir wohl noch herausfinden. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, tatsächlich, ich glaube, es war nicht hier im Spiel, wo man es sehen kann. Wir müssen gleich nochmal nach den Upgrades gucken, tatsächlich. Ne, man kann in der App sehen, in der Switch Online App, in dem Reiter von Splatoon 3, wie viel Prozent man schon von dem Story-Modus erkundet hat, oder von Alterna zumindest. Und ich bin gerade bei 7%. Erst. Ich nehme auch inzwischen an, dass wenn hier steht, mögliches Versteck, da geht's, glaube ich, also erstmal könnte es natürlich sein, dass da sich Kuttelfisch versteckt, aber glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, er versteckt sich generell doch irgendwas. Also irgendein Goodie oder irgendein Secret halt. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch einiges nochmal nachforschen. Aber wir haben noch lange nicht alles fertig, ne? Was ich auf jeden Fall auch jetzt weiß, ist, wenn man hier neu hinkommt, oder wenn man ins Splatsville war, wer hierher zurückkehrt, die ganze Tinte, die vorher da war, ist weg. Also muss man nicht alles einfärben, scheinbar. Aber ja, bevor wir jetzt hier reingehen, wie gesagt, die Upgrades nochmal nachgucken. Und zwar haben wir hier zur Auswahl, gerade, ich denke mal, wir haben hier so einen Baum. Wir müssen den nach und nach halt öffnen, ne? Wir haben einmal die Salmini-Abwehr. Erhöht den Schaden, den dein Salmini einstecken kann. Ja, da der jetzt noch nicht so eine Hilfe war, würde ich sagen, nee, brauchen wir jetzt noch nicht. Deswegen würde ich mich einfach für die Spezialanzeige Plus entscheiden, wodurch sich die Spezialanzeige schnell erfüllt. Ja, bitteschön. Wir brauchen auf jeden Fall auch... Achso, aktivieren muss ich auch noch. Dann mit dem... Okay. Ah, jetzt verstehe ich mit den Upgrade-Kosten auch. Mit den Upgrade-Punkten, deswegen hat man 10. Das kostet halt alles entsprechend, ne? Ja, okay, aber kann man dann immer noch mehr tragen davon als 10? Das ist halt die Frage, ne? So, da komme ich noch nicht hin, okay, logisch. Ja, das ist einfach dann scheinbar direkt freigeschaltet oder was? Ich wollte sagen... Das ist doch gesperrt, ich muss beide Sachen haben, damit ich die Sachen hier freispielen kann, okay? Ist okay, ja, gut. Glaube ich, so ist was zu verstehen. Wir machen erstmal diesen Level hier. Der da den Namen trägt, 1 mit dem Salmini. Ich hätte vielleicht doch das andere nehmen sollen. Arbeite mit deinem Salmini zusammen und erreiche gemeinsam das Ziel. Auf geht's! Teamwork, ne? Teamwork macht man gemeinsam. Nur zu zweit kommt man weit. Ach Gott, ey. Ich krieg wieder gerade Flashbacks an alte Kinderserien, aber ist egal, Leute. Ganz ehrlich. Ich konzentriere jetzt auf Splatoon 3, auf den Story-Modus. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Bin ich echt gespannt drauf, so. Ich habe nur die Salmini, okay? Beispiel 2 kannst du das Salmini mittels R werfen, so teils kann Teamwork sein. Okay. Ja, ich habe keine Waffe, keine normale. Alles klar, ich muss echt mit dem Salmini jetzt zocken. So, dann mach mal hier, mein Freund. Mal kaputt, danke. Oh, ist ja cool. Das ist eine coole Idee, muss ich sagen. Hat echt gut, was Cooles rausgemacht. Mach mal da, mein Freund. Ich muss mich beeilen, ne? Ich muss, glaube ich, hier warten, bis das wieder hier... Genau. Kann ich weitergehen. Cooler Level. Vielleicht ein bisschen wenig Gegner bisher, aber hey. So, zack. Ich sag gar nicht, was passiert, wenn ich runterfliege. Ich komme scheinbar irgendwo wieder hoch, ne? Ja, genau. Das hat alles schon mit bedacht. Hatte ich auch keinen Zweifel dran. Sehr schön. Dann geht's hier weiter. Yes. Da brauche ich die Schlüssel. Auf der anderen Seite noch was? Ist oben noch was? Ach, Salmini. Hört einfach auf. Wenn ich zu weit weg war. Mal gucken, was oben was ist. Oben was versteckt ist. Tatsächlich ist hier noch ein kleines Secret, guck mal. Netter Fund, finde ich auch. Ein gutes Versteck. Aber bisher, so glücklich mir das Spiel, dass es keine Anchoviums oder so in den Leveln gibt, sondern echt nur in der Overworld. Aber das ist ja echt genug zu erkunden, von daher ist das okay. Hallo, da drin, Mann. So, ich muss da was aktivieren, okay. Das sieht auf jeden Fall schon komplexer aus, ne? Ich habe Schlüssel gar nicht gesehen. Muss auch irgendwo sein. Einfach da drauf. Ah. Ich verstehe es, ja. Perfekt.
Jetzt ist der hier noch, oder? Ich hab das so? Nee. Never ever. Ja, so, oder? So, jetzt mal bitte nochmal. Ja, das müsste klappen. Ja, sehr schön. Guck mal, klappt doch. Komm ich jetzt da hoch? Achso, es fällt runter alles. Okay, perfekt. Ich sag, wie komme ich jetzt da hoch dann? Kann gar nicht sein. Das ist ja geil gemacht, ehrlich. Richtig cool. So, was haben wir hier zu tun? Was haben wir da im Überblick verschaffen? Wir müssen es auf jeden Fall wieder drehen, denke ich. Frage ist nur, wie? Ich muss ja da vorbeikommen, ne? Im Grunde. Ach, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss mich da vorbeischleusen, während der es da betätigt, der Kollege. Da dran bitte, danke. Genau. Dann muss ich hier weiter, genau. So. Zurückkommen, danke. Ja, dann muss ich hier bleiben. Der schnell. Und das war, ich denke, das war richtig, ne? Guck mal, ich hab nichts übersehen. Ah doch, da. Shit. Das möchte ich auch noch haben. Ist aber nur eine Kleinigkeit, die ich da kriege, aber trotzdem will ich haben. Ist mir scheißegal. Da bin ich jetzt. So klein nicht, komm her. So, wo steht die da, genau? Verdreck die stehen bleiben. Ja genau, schon haben wir's. Zack, oben und... Ach guck mal, Sabine, die kann sofort tätigen, alles klar, sehr gut. Ja. Und Leute, falls ihr gerade mit meinem Ton, also von der Stimme, gerade ein bisschen was verkackt war, dann lag es an mir. Ich hab mir OBS vergessen, mein Mikrofon zu schalten. Jetzt sollte alles gehen wieder. Super. Sorry auf jeden Fall. Ne, ich finde es ein bisschen komisch klang gerade. Passiert. Mein eigener Fehler. Wenn ich 7 und dann im Stream-Ohr bin, im Ohrbildschirm bin, dann werde ich das hin und wieder mal wieder, ne? Ah, ist egal. Oh ja, da bin ich in ins Flauschplasma gefallen. Bin selber so ein Flauschball geworden. Aber komm ich da rüber? Müsste doch, oder? Ja, so eben. Da möchte ich drauf werfen, bitte. Zack. Gehen die Punkte wieder weg, ne, die ich gerade gekriegt habe. Aber hier ist halt eine riesen Fläche. Wir kriegen wieder einen Upgrade-Punkt. Ach so, jetzt kann ich 11 Punkte benutzen. Jetzt verstehe ich das erst. Genau, okay, habe ich nichts gesagt gerade. Eine Schriftrolle, nice. Schriftrolle 4. Wildes Leben, freies Leben. In dieser Stadt kann es alles geben. Cool tun ist das für Verlierer. Leidenschaft zählt und Energie. Ich will Power, bis ich überkoche. Wunderbar. Schon aber 12 Upgrade-Punkte. Da haben wir auch noch einen Beuteanker. Noch eine Schriftrolle. Das ist Schriftrolle 2. Lang ist es her, da wurde das Land von einer Sintflut ertränkt. Und alles ward verloren. Bis drei Lichter vom Himmel stiegen. Die Lichter verschlangen das Unheil und als Dank widmeten ihnen die Bürger feucht, aber fröhlich bei einem großen Fest drei Schreine. Da vielleicht... Naja, kann ich mir vorstellen, dass da Leaks mit gemeint sind. Oh, warte mal, findet ihr immer Sachen für mich? Ist da ein Mini? So, nee. Alles gut. Das kann ich jetzt nicht benutzen. Das ist eine CD wieder, eine Platte. So, jetzt wird die Musik noch cooler klingen, sehr gut. Und noch ein Upgrade-Punkt. Was war das Beste daran? Das heißt fast, das ist das Beste daran. Ist hier noch was versteckt? Stimmt, oder? Oder wenn nicht? Kann ja nicht umsonst hier hinten, ja, wollte gerade sagen. Archovium, yes! Also was freuen, was wir jetzt machen? Wir schalten direkt zur Mini-Abwehr frei. Natürlich. Und nutzen auch direkt die Upgrade-Punkte dann, ne? Das ist schon eingesetzt. Ah, da habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Ach so, hä? Ich glaube, ich check gar nichts hier. Upgrades, ach, die ganze Sektion wird verfügbar. Jetzt check ich's, okay. Verstehe. Gleich aktivieren, zack. Habe ich noch 9 Punkte übrig, ne, genau. Und dann wird das theoretisch aktiv, aber nur theoretisch. Was, da kann ich noch nicht holen. Warum nicht? Zack. Aktiviert.
Also die Tintentoleranz plus und Hellenwaffe aufrüsten. Wird die Feuergeschwindigkeit der Hellenwaffe sehr gut. Wir haben noch genug Punkte übrig, deswegen weiter geht's. Ach so, ich muss den Baum weitergehen, das kommt von da. Der Weg jetzt sehe ich erst. Okay. Check Tintentankkapazität plus, erhöht das Fassungsvermögen deines Tintentanks. Sehr gut. Da auch schon mal einige Upgrades mitgenommen. Wie komme ich jetzt wieder hoch hier hoch? Am schnellsten komme ich dann glaube ich hier hoch, ne? Wenn ich hier lang gehe. Dann machen wir auch noch diesen Level hier. Und du schon bis Vorsicht. Tanzfläche des Todes. Überlebe eine volle Minute. Easy. Schaffen wir ja wohl, oder? Also jetzt versuche ich mein Bestes, sagen wir mal so. Diese Mission stellt deine Belastbarkeit unter Stress auf die Probe. Überlebe 60 Sekunden lang. Okay. Hab ich keine, ich habe gar keine Waffen. Okay. Sind da einiges. Was ist das? Muss ich einfach nur springen, oder? Da kommt immer mehr dazu. Ja, logisch. Ja, komm. Da gibt es ja wahrscheinlich Schwierigeres bei Mario, oder? Da kommt der dritte. Da ist der dritte Kollege. War cool. Coole Idee. Fällt mir irgendwie. Die sind fast synchron, die beiden hier. Ist ganz geil. Oh. Hälfte geschafft. Was ist denn, wenn ich einmal getroffen werde? Dann bin ich doch nicht sofort tot, oder? Alter, jetzt wird's aber wild hier. Muss ich sagen. Vor allem, wenn ich die Sache noch haben will. Wow. Ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Wuhu. Und noch 10 Sekunden. Dann haben wir's. Ja komm, ist aber machbar. Definitiv. Danke, geschafft. Easy. First try. Wunderbar. Wird es bestimmt nochmal so ähnlich geben, nur dann noch schwieriger, denke ich. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir so eine Mission jetzt gehabt haben. Ganz ehrlich. Da werde ich bestimmt noch mehr von sehen können. So, ach so, die drei Signale, das sind die, wo Kuttelfisch sein soll, ne? Was hier wir immer auf der Karte sehen, denke ich mal. Also ist Kuttelfisch höchstens in Sektor 2 scheinbar zu finden. Wir haben 2000 Punkte gekriegt. Jetzt haben wir hier was gefunden, wo? Oh. Ist war da rüber? Mein Freund, da machen wir da auf. Da ist ein Beutanker, ich seh's doch schon. Das ist ja cool, dass der Sachen findet für mich. Das ist wahrscheinlich nochmal alles ein bisschen einfacher, alles zu finden hier. Da ist noch ein Ballon, der... Hat der den Ballon? Nee. Was meint der denn? Hat er da was gefunden? Ach, hier ist noch ein Kessel. Okay, machen wir den noch. Haften, schießen, springen. Das ist den Hauptsprung an und der reicht das Ziel, okay. Den haben wir auch noch nicht ausgeführt bisher. Also den habe ich auch noch gar nicht ausgeführt, auch nicht in den Streams bisher oder so. Absprung Kleckser. Okay, los geht's. 30 Punkte kostet der Spaß. So, ich hab den schon aktiv, okay. Was aktivieren hier, zack, so. Okay, wo geht's weiter? Die Frage. Kommt da so hoch? Nee, hä? Aber ich kann springen wahrscheinlich, ne, direkt. Komm schon. Yes, ich kann einfach springen, dann komme ich da hoch. Die Piranha! Ja, die kann ich einfach abschießen, sehr gut. Zack, K.O. Der Hammer! Hi! Was ist denn hier oben noch? Die putieren wir doch noch mit. Würde ich sagen. So, die putieren wir auch noch mit hier. Ja, das hat nicht so geklappt wie gedacht. Nicht gestehen. Aber oh, das hat gut geklappt. Bäm. Haben wir alle weggespritzt, weggeklatscht. Den Ballonfischen. So, da kann ich auch noch gegen rein. Gehe ich alle kaputt? Ist das kaputt gegangen in der Matrix oder was?
Checkpoint, sehr gut. Jetzt müssen wir da hoch. Man kann von Wand zu Wand, ist auch geil, so gut zu wissen. Auf jeden Fall. Das glaube ich echt jetzt nützlich für die Kämpfe auch dann später. Wenn man da ein bisschen mehr Know-how hat für die Sachen. Gehen wir da lang. Da mal hoch bitte. Oh, stimmt, da lang jetzt genau. Da bin ich da unten dran. Hallo? Komm ich da nicht hin? Da komm ich doch, hä? Natürlich ist nichts angezeigt da. Komm ich nicht ran? Daran? Ja, ne? Yes. Ist hier einfach ein alternativer Weg? Was ist denn da noch? Das ist doch gar nichts. Ich will nicht ran. Soll hier sein? Aktivieren irgendwie oder so? Aha. Oho. Da habe ich die ran. Gib mir die Punkte. Scheiße. Ich könnte da nicht mehr hoch so schnell, ne? Oder? Und das war verkackt. Das war jetzt richtig verkackt. Das war ein Leben, ne? Jetzt sind wir beim Checkpoint, das ist natürlich kacke. Streck den Tentakel, ey. Ich glaube, ich weiß, wie es gedacht ist. Ich hab's echt ziemlich verkackt. Das Ding ist aber auch wieder da, das will ich die auch wieder haben dann. Jetzt bin ich eh unten. Ich direkt daran, oder? Dahin. Daran ist. Jetzt kriege ich auch alle Punkte, sehr gut. Hätten wir. Komm ich da wieder hoch? Na, höher. Zack, so, dann sind wir da. Jetzt da hoch. Ich kann direkt da oben dran, genau. Vielleicht da unten hin. Runterspringen, danke. Sieht witzig aus. Diese Ulti, ehrlich, ey. Diese Antwort, die man dann anhat. Und da einfach hoch, zack. Jetzt, was ich so ganz gerallt habe, ist tatsächlich die Tatsache, dass ich manchmal, wenn ich Tintenfisch anmache. Oh, nice. Mal ein kleines Secret. Vielleicht gleich runter einfach, ne? Genau, danke. So, hier ist ja nicht so Checkpoint, sehr, sehr gut. Ey! Hallo! Was soll das? Wie komme ich jetzt da hoch? Unbemerkt. Ich sehe jetzt nein. Ich bin da nicht ran! Ey! Drecksack, ehrlich. Rechts aber auch mal. So, da muss ich sogar hoch. War schon da, guck mal. Jawohl, Mission abgeschlossen. Direkt zusammengebaut, das Ding mit der Ulti. Affen schießen, springen. Das war eine etwas längere Prüfung tatsächlich, aber war okay. 4 Minuten nur, echt? Kam mir länger vor. Vielleicht ohne Checkpoint, also ab Checkpoint wahrscheinlich wieder neu gezählt war. An der Stelle habe ich nicht echt lang aufgehört, aber ich wollte alles haben, was ich gesehen habe, zumindest. Deswegen, ich hoffe, das kann man mir verzeihen. Aber da packt mich auch der Ehrgeiz dann so ein bisschen. Ein Stück weit halt. So, das war auch sehr gut. Das war echt spaßige Mission, muss ich sagen. Hier kann ich irgendwas wegmachen? Da ist ein Flauschball, oder? Yes. Weg damit. Ist ja hier noch irgendwo was versteckt. Zum Beispiel dieser Beutel. Ach, da ist ein Beutelanker übrigens, ne? Stück Spinddeko, so. Das war's sonst, ne? Nehme ich an. Das da weg. Natürlich. Hier war doch irgendwo eine Mission im Twist-Stringer, ne? So, das weg. Genau, die da oben. Da gehen wir jetzt auch hin. Hier ist noch was.
Eine Goldplatte wieder. Wunderbar. Kann auch noch weghauen und dann sollte das eigentlich erstmal reichen, ne? War doch schon gut Progress hier gemacht. Wie sieht's denn eigentlich auf der Karte aus? Da sind auch genug Verstecke auf jeden Fall überall. Was haben wir denn hier? Dann kann mein Freund fürs finden. Und nach Anchovium ist auch noch hier. Dafür verbesserst du deine Heldausrüstung. Ich brauche jetzt drei, ne? Hab ich richtig gesehen? Die Ballons sind das. Ich will da jetzt rankommen. Scherzkekse, hab ich schon eine andere Waffe. Ich nehme mal ran. Boah, einfach. Ach, hi, was machst du denn hier? So, da hoch. Ist auch noch was. Hier auch. Alles weg. Alles Verstecke noch drunter. Könnten überall noch was drunter sein. Aha, da zum Beispiel ist auch noch was. Gut, dass ihm das alles auffällt im Samini. Der ist ja echt hilfreich. Gucken wir mal, ob da noch was drunter ist. Oder wir kriegen einfach sowas, genau. Perfekt. Ein Stück Spinddeko. Ich habe auch schon mal die ersten Sachen aus den ersten beiden Folgen. Ich bin schon mal abgeholt. Da muss man einfach echt in die Lobby gehen und dann einfach Sachen abholen. Das ist alles gut gemacht. So, und hier die Stringer-Einheiten. Genau, hier können wir die Stringer machen. Das sind die Triestwinger. Wunderbar. So, los geht's. Triestwinger Curlybombe. So, auf geht's. Rein da. 20 Punkte gekostet. Der Spaß. Getroffen, jawohl. Yes. So, ich kann auch einfach warten. Zack, weg mit euch. Okay, erstmal an den Triestring jetzt erstmal hier rangewöhnen. Ich baller euch gegenseitig weg. Perfekt. So gut war es noch nicht bisher. So, ich kann auch so machen, ne? War wahrscheinlich gedacht hier eher. Die sehen aber auch gar nichts, ne, die Typen. Bin ich da ran? Nee. Ja, dann, achso, von hier aus komme ich da hoch, theoretisch. Ist da oben was? Fliege ich jetzt heraus. Und der Curling-Bomb würde ich auch noch nutzen können, theoretisch. Aha, natürlich ist da oben was. War ich dir überhaupt so blöd? Alle weg, jawohl. Ich glaube, ich nutze den auch nicht richtig, aber ist mir ganz egal. Doch, ich komme weiter. So, haben wir alle? Perfekt. Was hier noch Schönes? Ein Koffer. Die Kollegen da hinten noch. Was ist hier los? So, vor allem fliegen, oder? Auf da dran feuern. Na, weg mit den flauschigen Octarianern. Da ist ein Sprungfeld aufgegangen. Okay, ich wollte gerade sagen, was ist jetzt passiert. Hab ich hier auch alles? Ein bisschen dünne. Ah, so, wie geht's hier denn weiter? Auch ein Köfferchen. So, perfekt. Machen wir so drauf feuern. Und boom. Und boom. Easy. Du küsst mich, mein Freund. Yes. Warte, dran feuern und boom. Wie sind sie? Zack und tschüss. Geil. Cool gemacht. Wie man die nutzen kann, den Tree Stringer zum Beispiel. Der wird im Story muss schon auch interessant werden mit dem Ding. Sag ich ganz ehrlich.
So, das wird jetzt auf jeden Fall auch geschafft. Wunderbar. Und damit haben wir auf jeden Fall sehr viel mehr noch erkundet hier in dem ersten Sektor. Und wir sind auch lange nicht auf dem Weg zum zweiten, das ist das Ding, ne? So, bevor ich jetzt tatsächlich auch die Folge beende, wird langsam Zeit, glaube ich. Kann ich eigentlich irgendwie Waffe wechseln, ist die Frage. Hier. Wie ich ja da rankomme, ja. Jetzt, wo ich den Triestringer hab. So, Archiv, kann man wieder alles lesen? Alles entschlüsselt? Ne, noch nicht ganz, aber bald. Dann lesen wir das Ding durch. Da kriegt er auch sogar eine Info noch zu. Achso, hier sieht man sogar die Nummern und die, ne? Welche Folge man eigentlich spielen sollte, normalerweise. Ja, uns fehlen noch 3 und 4, ne? Wo sind denn die Sachen? Ich wollte nochmal auf der Karte gucken. Irgendwie würde ich ihn verstecken. So, hier ist auch genug offen. Okay. Soll hier noch was sein in der Ecke? Hab ich den Kessel schon gemacht? Ne, der ist noch zu, ne? Den lasse ich auch erstmal zu, den mache ich heute nicht mehr. Ich wollte mich tatsächlich mal da am Anfang umgucken. Hab ich da irgendwo Beam? Ja. Ist zwar nicht weit weg, aber hat super Sprung, perfekt. Da muss ja noch was sein eigentlich. Na, wo ist hier was? Die Frage. Ach da! Ja, no, lol. Ein Kartenpäckchen. Okay, ich muss also doch alles färben am besten. Damit ich wirklich alles finde. Zumindest da, wo die Verstecke noch möglich sind. Gut zu wissen. Da kann ich auch so ein Ding da aufmachen eventuell. Was ist denn hier noch los? Hier muss ich noch ein Ding wegmachen, okay. Machen wir doch mal eben. Schnell da rum. Getintet. Da waren wir schon drin, ne? Genau. Da ist auch ein Flauscheball. Und damit so 900 Punkte reingeballert, reingepumpt. Hat er jetzt wieder gefunden. Ach, der gibt da, wo was ist. Was war's jetzt? Da war auch gar nichts. Der ist ja echt nützlich, der Salmini, da war ich noch hin. Nochmal 900 Punkte weg. Was haben wir jetzt hier Schönes? Da hier was gefunden oder ist das einfach nur ein anderer Weg? Auch noch was sein. Machst du das, Salmini? Das ist doch was. Hä? Da hat er gerade drauf gehauen. Der hat nichts angezeigt. Warte mal, war hier auch noch was oben irgendwo? Wo war es denn? Hier hinten, glaube ich, ne? Hier? Direkt hier vorne? Oder hier unten? Da! Doch! Okay, jetzt zeig mir echt immer noch Sachen an, wo was ist. Das ist ja geil. Was ist denn jetzt denn? Wo ist er? Los, kleiner Freund. Was ist denn der da? Hä? Was ist das für ein Loch? Oh, da sind wir durchgefallen oder was? Ja, da hoch. Ist hier oben drauf? Hä? Mal hier hoch mit. Da oben ist was, oder? Und hier wieder hoch auf jeden Fall. Und die gucken auch irgendwo nach oben. Vielleicht hochgucken oder so? Ne, ich kann da nicht hochgucken. Dem Ding. Die gucken jetzt. Hä? Guckt sich denn da an? Der verarscht mich doch gerade, oder? Ach, hier ist auch noch was, guck mal. Der muss dort auch noch ab. Aha. Ein Stück Schmidt-Deko, eine Moai-Statue, cool. Dann haben wir das Gebiet hier geklärt, so, dann ist da unten aber noch was. Hier, der Flauscheball. Geh auch noch weg, so eben.
nicht wieder hochkommen, okay, verstehe. So, okay, wenn ich 100 Punkte direkt wieder, alles klar. Okay, und langsam wird's, und da hinten geht's eh weiter, Freunde, würde ich auch sagen. Haben wir uns erstmal genug umgesehen. Das war's dann auch mit der heutigen Folge von Splatoon 3, von dem Story-Modus. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Video noch, gebt ihr noch einen Daumen nach oben, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Hier müssen wir uns auf jeden Fall nochmal umgucken. Aber ich habe erst, wenn das da weg ist, da kriege ich jetzt nicht mehr weg, ne? Ne, 1500. Ist ein bisschen teuer. Oh, er hat noch was gefunden. Okay, dann immer noch mit schnell, komm. Ein paar Fischeier, sehr gut. Freunde, aber jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal, genießt den restlichen Tag. Tschüss mit Ö. Euer Basukase.